Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Und wir beginnen heute mit Ultimate General Civil War, einem Spiel über den amerikanischen Bürgerkrieg, also Nordstaaten gegen Südstaaten, Abschaffung der Sklaverei versus Sklavenhaltertum. Das Spiel befindet sich momentan im Early Access auf Steam, ist also schon käuflich zu erwerben, ist allerdings eben noch nicht fertig, hat bestimmt noch einige Bugs, das werden wir jetzt dann sehen, und ist vielleicht auch noch ein bisschen unbalanced, aber wie gesagt, das müssen wir jetzt mal schauen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal eine neue Kampagne und schauen so, wie sich das Spiel so spielt. Ja, das ist so eine kleine Zusatzinformation. Hier steht eben, wir wollten eigentlich schon immer mal zum Militär und ein Held werden. Kurz danach sind wir dann quasi hier in einer Militärschule, denke ich mal. Und hier wird es schon interessant, weil hier haben wir die Auswahl oder die Wahl zwischen drei Optionen. Die geben uns unterschiedliche Boni. Diese Boni fließen in unseren Karrierebaum, unseren Career Tree ein. Könnte man auch als Skill Tree bezeichnen. Der wird im Laufe der Kampagne immer mehr ausgebaut, aber das hier wären dann quasi unsere Startwerte. Und wie man sieht, gibt es dann hier verschiedene Optionen, die verschiedene Boni gewähren. Army Organization, kurz gesagt, bietet zum Beispiel mehr Truppen, unsere Armee wird größer. Reconnaissance ist eine Option, die uns hilft, unseren Gegner besser zu kennen. Das heißt, wir wissen dann, wie groß eine Startarmee ist, seine Verstärkungen, wir wissen, aus welcher Richtung er angreift und so weiter und so fort. Auch sehr wichtig. Training sorgt dafür, dass die Veteranenkosten sinken. Das heißt, die können wir leichter anheuern, billiger anheuern. Oder Logistics, das gibt uns zusätzlichen Ammo, zusätzliche Munition in der Schlacht. Also eigentlich alles ganz nützlich, aber wir müssen uns die Qual der Wahl für eins entscheiden. Ich würde Taktiker nehmen, also Taktiker, ganz einfach. Ist immer gut, ein bisschen mehr Truppen zu haben und den Gegner zu kennen. Dann haben wir scheinbar auch im mexikanisch-amerikanischen Krieg gefochten und da einige Erfahrungen gesammelt. Entweder im Bereich Artillerie, Infanterie oder Kavallerie. Und ja, ich würde hier wieder... Ja, ich gehe hier für Infanterie. Also man sieht auch, hier gibt es dann auch ein paar neue Skills wie Politics, Economy und so weiter. Also Politics zum Beispiel erhöht unser Goldeinkommen und unser Rekruteneinkommen oder unsere Rekrutenanzahl beziehungsweise, da wir nach jeder Schlacht natürlich unsere Verluste ausgleichen müssen und das kostet Geld und Männer. Ja, jetzt haben wir hier halt noch eine Option, gehen wir Richtung Wirtschaft, Militär oder Politik. Ich bin ja so ein kleiner Politiker, deswegen gehe ich mal hier hin. Außerdem ist Politics ein enorm wichtiger Skill, weil wie gesagt, erhalten wir dadurch eben mehr Truppen und mehr Geld. So, jetzt kommt eine harte Entscheidung, wie schon angekündigt. Wir müssen auswählen, auf welcher Seite wir denn diesen Krieg bestreiten wollen. Wollen wir die Konföderierten nehmen? Also die Pro-Sklavenhalter oder die Union, die für die Freiheit der schwarzen Bevölkerung kämpfen, unter anderem. Und ich würde schon sagen, ich bin ja der Union mehr zugetan als den Konföderierten, muss ich sagen. Deswegen würde ich gerne mit diesen hier starten. So, dann dieser Auswahlbildschirm, das sind quasi die Schwierigkeitsgrade, leicht, normal und schwer. Das erkennt man eben an diesen Boni und Mali, also auf Colonel hätten wir mehr Gold und Rekruten und weniger Feinde zu bekämpfen und auf Major General genau das Gegenteil. Ich würde sagen, wir spielen auf normal und gucken mal, ob das hinhaut. So, und das ist ja quasi die Zusammenfassung der letzten Bildschirme. Also hier sind alle Punkte, die wir ausgewählt haben, zusammengefasst in unserem Career Tree. In unserem Karrierebaum quasi.
Und hier unten wird dann auch aufgelistet, was denn so diese einzelnen Boni sind. Also, wie gesagt, Politics, das sorgt zum Beispiel für mehr Einkommen. Veterankosten sind auch niedriger durch unsere Economy, war das? Nee, durch Training, genau. Ja, das ist quasi nochmal die Übersetzung dieses Baums. Ja, und ach ja, Namen brauchen wir ja noch. Wie nennen wir uns denn? Ich bin da jetzt, ja, puh. Ich nenne uns mal Melvin. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Machen wir es einfach. Ich heiße nicht Melvin. Keine Ahnung. So, Use Advisor. Nö, brauchen wir nicht. Dann fangen wir einfach an. Also Ladezeiten gehen recht fix. Gut, ich habe halt auch entsprechend eine SSD-Karte. Also da geht es wahrscheinlich noch ein bisschen schneller, aber ich denke, die Ladezeiten in diesem Spiel sind auf jeden Fall zu verkraften. Jo, und es scheint, wir starten direkt in der Schlacht. Oh man, this is to secure the small town and its railroad station. Also wir sollen dieses kleine Städtchen hier einnehmen und wahrscheinlich hier diese Bahnstation. Okay. Also, according to our Scouts, da weiß ich jetzt nicht, ob da schon unser Skill mit einfließt, vom Feind Bescheid zu wissen. Denn wir haben da noch nicht viel Punkte drin. Also unsere Scouts sagen uns jetzt hier, die Garnison sollte nicht mehr als 3000 Soldaten beinhalten, die feindliche Garnison. Das kann natürlich auch eine Fehlinformation sein, ne? Weil Reconnaissance haben wir jetzt, glaube ich, erst 2 Punkte drin. Also, weiß ich nicht. Wir müssen diese Stadt einnehmen, bevor die Unterstützung über die Bahngleise kommt. Also scheinbar kommen von Osten her per Zug ja, extra Truppen für den Gegner. Und das sind dann also wir. Da ist ja unser Melvin, unser General. Also das sind wir quasi. Okay. Also es wird uns gesagt, wir kriegen noch mehr Truppen aus Südwesten. Aber wir sollen jetzt erstmal die Umgebung von Bedrohungen säubern. Also scheinbar befinden sich irgendwo Skirmisher, wahrscheinlich im Wald oder sehr verdächtig auch diese Klippen. Und ja, das wäre natürlich eine perfekte Stellung, um hier diese Straße unter Beschuss zu nehmen. Also wir sollten hier hoch auf jeden Fall mal gucken. Ja, und die Stadt dann angreifen sollen wir, wenn alle Truppen da sind. Und dann geht's los. Also, ich mache mal Pause. Und dann schauen wir uns erstmal hier den Bildschirm an. Links oben bekommen wir immer so ein paar Infos. Also hier, the town is ahead. Und hier wird uns dann auch nochmal gesagt, watch out for rebel skirmishers. Also hier scheinen sich tatsächlich irgendwo Truppen zu verbergen. Okay. Dann haben wir hier Informationen, Uhrzeit, Datum, Jahre. Das wird historisch korrekt sein, ich habe es nicht gecheckt. Also auch ein bisschen was für die Bildung wird getan, sehr schön. Hier oben stehen dann immer die Siegbedingungen. All must be fulfilled. Gut, ist jetzt nur ein Punkt, also der muss erfüllt sein. Und hier wird gesagt, Philippi halten, beziehungsweise einnehmen und halten. Okay. Das steht auch nochmal hier. Capture Philippi, da kann man auch draufklicken und sieht, aha, okay, das hier ist also gemeint. Wir müssen dieses Fleckchen hier einnehmen. Dann gilt die Stadt als besetzt. Minimap, auch ganz übersichtlich eigentlich. Hier können wir ein bisschen die Geschwindigkeit beeinflussen. Momentan pausiere ich, um euch hier ein bisschen was zu zeigen. Hier die Einheitenreiter, relativ ähnlich zu Total War. Wie man sieht, wir haben hier 2 Skirmisher-Einheiten. Die können wir eigentlich gleich mal irgendwie ein bisschen in den Wald schicken, damit die hier mal die möglichen feindlichen Skirmisher ausräuchern.
Und eine Infanterieeinheit mit 880 Mann, befehligt von Zug, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Ja, okay. Die laufen dann mal hier hoch und sichern mal diese Klippen, denn das kommt mir schon verdächtig vor. Melvin wird auch mal mit denen mitreiten. Ja, vielleicht noch ein bisschen was zum Interface bzw. zu den Informationen, die so gegeben werden. Melvin, unser General, hat diesen lustigen Radius, kennt man von Total War auch zum Beispiel. Innerhalb dieses Radius haben alle unsere Einheiten einen Moralboost. Macht also Sinn, den General immer ein bisschen hinter die Linien schon mit vorzuschicken, damit die Einheiten eben mehr Moral bekommen. Ganz interessant ist auch, wie das Gelände den Kampf beeinflusst. Also man muss zum Beispiel eine Einheit anklicken und kann dann über das Gelände scrollen und bekommt dann Informationen, was das für einen Einfluss auf unsere Attribute hat. Also zum Beispiel auf der Straße haben wir Geschwindigkeit 100, Deckung nur 50%. Verborgen sind wir da auch nicht, da haben wir 2,5%, also keinerlei Tarnung, und Schaden erhalten wir ganz normal 100%. Während in einem Wald, sieht schon anders aus, Geschwindigkeit ist reduziert, Deckung ist deutlich erhöht, Tarnung ist exzellent und Schaden erhalten wir auch weniger. Also wir schließen daraus, wenn möglich, positionieren wir uns in einem Wald und schießen aus dem Wald. Ja, also es gibt nicht nur diese zwei Geländeeinheiten, zum Beispiel Felder, bieten auch ein bisschen mehr Deckung. Häuser oder Städte bieten 200% Cover. Also wer in dieser Stadt sich positioniert beispielsweise, der wird ganz schwierig ausgeräuchert. Denn er hat extrem gute Boni. Gut. Ja. Die Einheiten, wir können uns so durchklicken. Hier links ändert sich dann immer das Fenster der jeweiligen Einheit. Das sehen wir, die Soldatenstärke, wie viele Gegner schon getötet wurden in der jeweiligen Schlacht, wie viele Tote wir dadurch auch erhalten haben, welcher Division wir angehören und welchem Korps. Dann, ja, Moral, Tarnung und Kondition bzw. Verfassung. Die Kondition nimmt Einfluss, ja, wie schnell wir uns bewegen können, vor allem. Zum Beispiel wäre die auf 0%, könnten wir keinen Nahkampf mehr starten, jedenfalls nicht effektiv. Und wir würden auch noch durch die Gegend schleichen. Wir können rennen, dann können wir aber zugucken, wie unsere Kondition sinkt. Das kann ich ja mal kurz mit der Infanterie machen. Also die sollen jetzt hier hochlaufen. Und jetzt mache ich halt mal hier Rennen. Und jetzt bewegen sie sich zwar schneller, aber wir sehen hier, Kondition sinkt deutlich schneller, als wenn ich eben nur marschiere. Auch Cover-Auswirkungen sehen wir immer sehr schön. Also momentan laufen wir eher durch offenes Feld. Ist jetzt nicht so gut. So gute Deckung. Ja, bisher kein Feindkontakt. Allerdings ist unsere Sicht auch relativ beschränkt. Ah, jetzt sehen wir hier einen Gegner. Und der macht interessanterweise einen Sturmangriff auf uns. Das ist ein bisschen komisch, aber können wir durchaus handeln. Also wir sind hier klar in der Überzahl, da machen wir halt auch einen Sturmangriff. Und ja, das kommt ihm teuer zu stehen. Also die Truppen sinken hier extrem schnell. Die Truppenanzahl. Ja, und jetzt hat flieht er. Und jetzt hat er aufgegeben und wir haben Gefangene. So, jetzt taucht er auch hier auf in unserem Reiter. Das sind also jetzt Gefangene, Gegner, Skirmisher. Und das bringt uns insofern etwas, weil wir nach der Schlacht Gefangenaustausch machen können. Das heißt, wir tauschen diese Gefangenen, Konföderierten, gegen gefangene Union-Truppen aus und erhalten dadurch
mehr Verstärkung. Denn nach der Schlacht müssen wir unsere Truppen ja wieder auffüllen. Und da haben wir dann eben Rekruten und Geld. Und die Rekruten gehen uns auch aus, wenn wir eben zu viel Verluste haben. Und da sind ein paar extra Rekruten gar nicht schlecht. Insofern ist es immer gut, wenn man Truppen gefangen nimmt. Außerdem erhalten wir all ihre Waffen. Und ja, das ist natürlich auch gut, denn wenn wir hier nochmal in dieses Fenster hier schauen, können wir hier auf Info klicken, dann sehen wir auch die Bewaffnung unserer Truppen. Und wenn man auf das Gewehr scrollt und drauf bleibt, dann sieht man noch mehr Informationen über die Waffe. Also Schaden, Reichweite, Feuerrate, Genauigkeit und Nahkampf. Und hier unten auch, wie schnell man die Waffe nachladen kann. Dann hier nochmal die Reichweite und nochmal der Nahkampf. Also hier quasi ein bisschen zusammengefasster, komprimierter. Ja, und wir können auch verschiedene Waffen kaufen oder ausrüsten, je nachdem, ob wir sie eben quasi im Gegner wegnehmen oder aus dem Shop kaufen wollen. Das sehen wir dann später im Management-Bildschirm nach der Schlacht. Ja, und hier unten, das sieht man auch nur, wenn man auf Info klickt, sieht man Infos über das Regiment an sich. Also wir haben ja auch ganz verschiedene Attribute, die dann im Laufe der Schlacht mit der Erfahrung, die sie sammeln, verbessert werden. Moral vor allem und auch Stamina, Nahkampffähigkeit und so weiter. Alles verbessert. Ja. Das war es jetzt mal dazu. Jetzt können wir eigentlich mal in die Schlacht eintauchen. So richtig meine ich. Unsere Gefangenen, die schicken jetzt mal hier per Withdraw-Befehl aus der Schlacht oder zumindest aus dem Weg. Die wollen wir behalten. Die können auch zurückerobern werden. Daher kein Feindkontakt bitte. Und unsere Skirmisher schicken wir weiter durch den Wald, um mal zu gucken. Ja, und auch unsere Infanterie hat hier schon den ersten Kontakt mit dem Gegner. Der hat ein bisschen mehr Reichweite als wir. Deswegen, jetzt können wir mal kurz auf Rennen gehen. Nicht, dass der uns abhaut, weil Skirmisher bewegen sich auch schneller als diese Infanterieblöcke, logischerweise. Ja, und er hat halt eine höhere Reichweite. Da kriegen wir jetzt hier, jetzt sind schon 25 von uns gestorben. Aber jetzt. Ja, jetzt ist es ungefähr gleich. Da ist noch eine zweite skirmische Einheit. Aber ich weiß nicht, könnte ich die jetzt dahin bewegen und quasi auf die Klippen hochschießen? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich lasse es lieber. So. Wir könnten jetzt auch mal spaßeshalber einen Charge-Angriff starten. Entweder durch diesen Klick hier auf das Symbol oder durch Doppelklick auf den Gegner. Und dann sieht man schon, wie sie hier Richtung Gegner rennen. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Verluste, da wir ins offene Feuer marschieren oder rennen. Und dieser Melee-Balken war auch ganz unten und der muss dann erst wieder refillen, bevor wir wieder in Nahkampf können. Ja. Unsere Unterstützung, eine Kavallerieeinheit. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Okay, zwei Infanterien. Die können. Ja, ich glaube, die hier brauchen keinen Support mehr. Dann, oh, und Kanonen auch. Sehr schön. Dann machen wir mal die Infanterie und die Kanonen hier hin. Es geht ja darum, dass wir hier diese Stadt, diese Städtchen erobern. Insofern müssen wir unsere Truppen natürlich mal in diese Richtung bewegen. Ah ja, und hier ist noch was Neues. Und zwar ein Versorgungswagen. Und das sieht man hier auch in diesem Bildschirm. Die Truppen haben Supply, also quasi Munition. Stellt das dar. Und das geht runter. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die hier anschauen. Den ihr Supply ist schon, naja, fehlen schon ein paar Prozente, ne? Und wenn die jetzt hier noch eine Weile weiterkämpfen, dann ist der Balken hier. Und dann brauchen die unbedingt Munition zum Nachfüllen. Und dafür ist dieser Wagen da, der hat wieder so einen schönen Radius.
Und alle Truppen, die sich in diesem Radius befinden, ja, erhalten automatisch Munition, dann regeneriert sich dieser Balken quasi automatisch. Ja, also während die einen hier Scharmützel auf diesem Hügel hier führen, marschieren wir hier mal Richtung Stadt. Und die ist besetzt, das war auch zu erwarten. Da unsere Kanonen relativ blank und ungeschützt hier vormarschieren, sollten wir mal die Flanken abchecken. Denn auch wenn wir hier die Angreifer sind, kann natürlich der Gegner mal von der linken Flanke aus den Wäldern stürmen und unsere Kanonen hier platt machen. Und das wäre nicht gut, weil davon würden wir uns wahrscheinlich nicht so einfach erholen. Kanonen sind teuer. Und ja, das muss nicht sein. So. Die sollen jetzt dann mal das Feuer eröffnen auf diese kleine Besatzung hier. Munitionswagen parken wir neben die Kanonen. Dann haben die immer schön Munition. Und unsere Skirmisher können wir in das Feld da schicken. Da haben die 150% Cover und können dann auch ein bisschen auf den Gegner ballern. So, also Flanke scheint nicht viel los zu sein. Alles clean. Außer dass hier scheinbar auf der anderen Seite des Flusses natürlich Barrikaden errichtet wurden, die auch besetzt sind vom Gegner. Es gibt zwei verschiedene Wasserarten. Das hier ist ein tiefer Fluss. Da kommen wir nicht drüber. Da bleibt uns nur die Brücke, beziehungsweise die Brücken. Es gibt aber auch seichte Flüsse, über die man marschieren kann. Mit Geschwindigkeitseinbußen natürlich. Aber denn das haben wir jetzt hier nicht. Das heißt, wir müssen hier über die Brücken und das wird natürlich teuer. Wenn wir da beschossen werden, die sind auch noch in Deckung und mit den Barrikaden. Ist nicht gut. Wird schwierig. Naja, unsere Kanonen halten jetzt schon mal auf diese Infanterie hier. Die sind natürlich in. Lass mich lügen. 200% Deckung haben die da in der Stadt. Und das ist schon einiges. Aber unsere Kanonen, ich glaube, die sind das jetzt Kanister-Shots, ich weiß nicht, aber die killen schon ganz gut. 11 Mann, 18 Mann schon gekillt. Also lang wird der Gegner das nicht durchhalten. Oh, die leben ja immer noch. Dann sollten wir vielleicht erstmal die hier ausschalten. Kavallerie wäre natürlich top, aber die ist leider auf der anderen Seite der Karte. Aber gut, sind auch so surrounded und sollten sich jetzt wahrscheinlich dann gleich in die Flucht schlagen lassen. Und währenddessen kann sich ja unsere Artillerie hier austoben. Und die Stadt ein bisschen zerlegen. Ja, es gibt auch noch diese Aussichtspunkte, die zeige ich gleich. Wenn wir da mit einer Einheit in der Nähe Halt machen, dann wird dieser Aussichtspunkt, das sind meistens Hügel, oder sieht man, nee, hier nicht. Aber das hier ist, glaube ich, auch einer. Das sehen wir jetzt noch nicht. Ein Kirchturm. Dann wird die Umgebung aufgedeckt, weil wir einfach höheren Sichtweite haben. Die sind echt stabil, die beiden Einheiten hier. Boah, schon 180 Mann tot. So, die sind erledigt. Und jetzt den hier noch, bitte. Ach ja, und jetzt hat sich auch hier ein Timer eingeschlichen. Das heißt, wir haben quasi hier, ja, also das ist jetzt nicht wirklich 4 Minuten. Ich würde sagen, es sind 5 Minuten. Kein Sekundenzähler, aber er geht schon schnell runter. Also ungefähr 5 Minuten Zeit, diese Flagge hier oben zu erobern. Das reicht auch, also das ist jetzt kein Rush. Aber wir müssen schon ein bisschen dazu tun. So, jetzt sind die Skirmisher mal weg. Hat ganz schön gedauert. Und nun marschieren wir mal hier runter mit unseren Einheiten. General immer schön im Hintergrund, damit der Moral-Boost stimmt. Und dann holen wir uns dieses Städtchen oder dieses Teilstädtchen, denn wir wollen ja eigentlich ans andere Ufer. Peu à peu. Und unsere Skirmisher gehen jetzt auch mal vor. So.
Ja, das hat mich hier schon ganz schön Mann gekostet. So. Ach ja, das ist leider ein bisschen schade bei Skirmishern. Die schießen immer einmal und dann rennen sie weg. Das ist oftmals ganz schlau, aber oftmals auch nicht, weil hier haben sie gute Deckung, dann rennen sie weg und werden dann hier beschossen, wo sie nur halb so viel Deckung haben. Das ist natürlich nicht gut. Außerdem wird in den Rücken geschossen, was glaube ich auch mehr Verluste erzeugt. Und leider gibt es keinen Button, der das toggelt. Also die rennen tatsächlich immer weg. Ein Hin und Her gehen. Ist nicht ganz so clever, da wäre ein Button ganz cool. Oha. Achso, das sind die Skirmishers, wir die fürchten. Gehen wir mal an den Wald ran und schauen mal ein bisschen, ja. Nicht, dass hier irgendwie so eine Auswahlarmee über die andere Brücke kommt. So, schaltet mal rein. Ah, kaum Schaden gemacht. Also sie stehen da drin schon sehr, sehr sicher. Aber die Kanonen könnten jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr hinfahren. Dann machen sie noch mehr Schaden. Weil das ist ein, ah ne, das ist ein 10-Pfünder. Das ist ein 10-Pfünder. Okay. Ah, der 6-Pfünder. Der ist sehr schwach auf weite Entfernung. Also umso geringer die Distanz, umso besser. Insofern nahe heran. 10-Pfünder kann ruhig ein bisschen weiter hinten stehen. Und Versorgungswagen und General bitte hinter den Reihen. Und hier unsere witzigen Kameraden, die dauernd wegrennen. Die sollen sich auch mal wieder bemühen. So. Ja, der hält sich frei. Wahnsinn. Ja, jetzt sind es Kanisterschutz. Also jetzt sieht man auch diese Flächenwirkung. Und jetzt sollte der Schaden deutlich höher sein. Jetzt wäre schon mal ganz cool, wenn die mal in die Flucht geschlagen werden würden. Ich meine, ich könnte natürlich einen Melee-Angriff befehlen mit meinen Infanteristen. Den würde ich auch gewinnen, keine Frage. Aber erstens wäre dann wahrscheinlich meine Verfassung halb leer. Und zweitens hätte ich mehr Verluste. Und wir haben ja noch einiges vor. Wir müssen ja noch darüber. Deswegen würde ich jetzt eigentlich noch keinen Nahkampf starten wollen. Andererseits scheinen die fast unverwundbar, wenn sie im Dorf sind. Vielleicht doch. Oder soll ich mal mit der Kavallerie reinreiten? Ja, das könnte ich eigentlich machen. Also ich meine, hier geht gerade eh nichts. Und für irgendwas muss sie ja auch nützlich sein. Also könnten die ja auch einfach mal in den Rücken fallen. Reiten hin, jetzt kommt der Doppelklick und jetzt chargen sie. So, jetzt versuchen die sich noch zu drehen. Oha, jetzt werden die auch beschossen vom Kanon. Jawohl. So, und jetzt chargen wir. Unsere Kavallerie flieht, aber der Gegner auch. So, Häuserkampf, immer schön. Jawohl. Jetzt haben wir es ja. So, unsere Kavallerie fliegt leider auch, die können wir hinten auswählen. Ja, und jetzt müssen wir irgendwie auf die andere Seite des Flusses kommen. Erstmal hier das Dörfchen sichern. Ja, wie kommen wir jetzt auf die andere Seite des Flusses? Beiderseits Barrikaden, beiderseits nur die Brücke. Andere Wege führen nicht nach Philippi. Ja, ausräuchern, ne? Fahren wir mal unsere Kanone hier hin. Oder nicht so nah, sonst werden die noch beschossen. So vielleicht. Ja, wenn die nicht beschossen werden, die Kanonen auch nicht. Die machen hier so ein bisschen Rückendeckung.
General, geben eins Städtchen und der Versorgungswagen positioniert sich relativ zentral. So, unsere Kavallerie hat sich wieder gesammelt, hat allerdings, naja, immerhin 81 gekillt, aber auch 55 Mann verloren. Die würde ich jetzt eher nur noch als Scouts benutzen wollen. Können sich, ja, das ist wahrscheinlich schon zu nah. Nicht, dass sie da noch beschossen werden. Wobei wir ja auch hier gut verborgen sein sollten. So, die schießen sogar schon tatsächlich auf uns. Also die haben eine deutlich höhere Reichweite als wir. Erschreckend. Aber die sollten auf die Entfernung kaum Schaden machen. Vor allem, weil wir in der Stadt sind und einfach Mega-Deckung haben. Wird hier auch angezeigt, das Häuschen. Andererseits schießt auch eine Kanone auf uns scheinbar, von irgendwo hier üben. Und die macht durchaus Schaden. Ja, die hat gerade wieder eine eingeschlagen. Gut, also wir versuchen jetzt mal mit den Kanonen hier diese verbarrikadierten Truppen auszuräuchern. Und ja, da wir jetzt weiter nicht viel machen können, ich meine, wir haben auch keine anderen Übergänge zur Verfügung. Ja, wir machen schon Kanister-Shots, ist gut. Ich meine, wir können natürlich mal hier bis zum Rand vorlaufen. Ich meine, ins offene Feld will ich eigentlich nicht. Und mal gucken, ob das reicht, damit die hier auf den Gegner schießen. Die Truppe sichert ein bisschen unsere Flanke ab. Und. Na. Ja, die Steuerung ist teilweise noch etwas fummelig. Die Skirmishers, die kann ich mal hier positionieren. Die können ja eigentlich auch noch ein bisschen auf den Gegner schießen. Vielleicht sogar von der Seite. Mal schauen, ob das geht. So, die schießen. Jawohl, die schießen auch. Sehr gut. Ja, und jetzt geht doch was. Und sie haben noch, ja, 100% Deckung. Ja, die nicht. Die haben noch 85%. Aber 85% ist natürlich auch top. Ja, die stehen leider zu weit weg. Entschuldigung, das war mein Handy. Jawohl, jetzt fliegen sie. Das ist gut. Ah, nee, so richtig fliegen tun sie nicht. Sie blinken. Das heißt, sie sind kurz vorm Fliegen. Kurze Geschwindigkeit nicht einbinden. Jawohl. So. So. Jetzt könnten wir. Das Problem ist. Was tun die? Das Problem ist. Ah ja, jetzt sehen wir sie auch. Die Kanone, die gegnerische. Wenn wir uns zu nah ranwagen, dann kann ich auch Kanister-Shots auf uns durchführen. Und Kanister-Shots hauen halt schon ordentliche Breschen in unsere Truppen. Aber andererseits sehen wir den Gegner halt sonst nicht. Ah ja, jetzt sieht man auch hier, die Kirche ist auch ein Aussichtspunkt. Bin da ein bisschen vorsichtig, ne? Weil der Gegner hat sich jetzt bestimmt auch schon wieder gesammelt und ist am Zurückmarschieren. Wir haben noch 3, 4 Minuten Zeit, schätze ich mal, den Punkt hier zu erobern. Also wir können auch mal auf Fast Forward machen und mal gucken, ob sich da drüben noch mal was tut. Ja, die kommen wieder. Die können wir eigentlich noch mal ein bisschen beschießen, bevor wir dann wirklich rüberstürmen, weil 500 Mann sind schon noch viel und die sollten schon noch ein bisschen mehr dezimiert werden, bevor wir dann wirklich wagen, die Stadt zu stürmen. Also hier ist alles ruhig. Die machen keinen Ausfall, nicht? Kavallerie da reinschicken, mehr Selbstmord. Das heißt, die sind jetzt eigentlich out of order, out of job.
Die haben sich wieder zurückgezogen. Schießen die? Die hauen wieder ab. Ja, und jetzt würde ich sagen, jetzt sage ich mal. Ah ne, komm schon wieder. Also jetzt haben wir noch 3 Minuten ungefähr. Und jetzt sollten wir dann schon langsam mal zu Potte kommen. Weil sonst wird das ein bisschen Rush. Ja, ich würde sagen, der Gegner ist jetzt wahrscheinlich so demoralisiert, dass wir es wagen können. Ah, nicht mehr näher. Kanister. Schutz der gegnerischen Artillerie. Aber ich denke mal, unsere Skirmisher könnten sich jetzt mal in die Stadt vorschlagen. Oder durchschlagen. Ja. Waren aber noch keine Kanisterschutz. War aber auch schon schmerzhaft. Die haben sich schon wieder erholt. Sollten aber so demoralisiert sein, dass hoffentlich eine Salve jeweils von meinen Skirmishern ausreichen sollte. Ja, jetzt spazieren sie da über die Brücke, ne? Ich meine, sicher schön hier, aber Besichtigung kommt nach dem Krieg. Ja, jetzt hat es einen unserer Majors zerlegt. Natürlich doof. Suboptimal. Ja, gar nicht so einfach hier rüber zu kommen. Wir sollten mal unsere Artillerie ein bisschen vorziehen. Da wird es gleich effizienter. Städtchen. Und. Ja, das war ja auch nicht so recht. Skirmishers haben versagt. Oder ihr Oberbefehlshaber. Ich habe versagt. Ich habe es mir aber schon gedacht. Also, der Gegner ist doch noch nicht so demoralisiert, wie ich ihn gerne hätte. Und die leiden schon ordentlich. Ne? Also, die haben ja schon ganz gut Truppen, Männer verloren. So. Jetzt müssen wir aber mal schnell zum Schuss kommen, weil sonst kriegt hier noch unsere Artillerie eine Salve ab. Los jetzt. Angst. Oh. Jetzt schießt doch endlich. Jawohl. Ja. Ja, jetzt. Super. Ganz toll. Okay. Und jetzt schnell stürmen. Und am besten gleich in die Häuser. Damit wir Deckung haben. Gute Deckung haben. Jetzt sehen wir hier die Kanone. Und das sollten wir auch gleich mal drauf. Ah, jetzt sind die schon wieder. Also die haben echt eine gute Moral. Echt schwierig, die mal klein zu kriegen. Schon wieder. Meine Güte, jetzt machen die auch noch einen Sturmangriff. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Wie können die denn jetzt noch einen Sturmangriff machen? Puh. Okay, also scheinbar schaffen es meine Skirmisher nicht selbst. Ist ja Wahnsinn. So, die rennen jetzt. Die haben aber 100%. Die rennen nicht, oder? Die sollen auch rennen. Und der hier sichert mal weiter unsere Flanke, denn das macht mir ein bisschen Angst hier, diese 800 Mann. Und die rennen jetzt bitte hier rüber und sichern endlich diese Ostseite oder Südseite der Stadt. So, gleich nachrücken. Ab ins Dorf. Oha. Die Speere. Oder der Speer, keine Ahnung.
ob der Typ so heißt. So, hier gibt es dann ja so Erdbefestigungen scheinbar in der Stadt. Die geben auch Boni. Damage Resistance. Ich finde es aber fast besser. Geben die auch, ne? Ja. Ich finde aber in der Stadt die Boni eigentlich fast besser, muss ich sagen. Mit 200% Cover und so. Schon top. So. Die rennen immer noch. Das können wir jetzt wieder ausstellen. Die sollen jetzt lieber mal schießen. Die marschieren jetzt sicher runter. Boah, zwei Kanonen. Ich will da auch nicht zu nah ran. Ne? Gehen wir lieber erstmal hier hin. Dann können wir denen nämlich in den Rücken schießen. Und erobern auch gleichzeitig dieses Fleckchen. Und von Kanonen halten wir uns lieber etwas fern. Weil, können wir das jetzt nicht sehen. Weil sonst im Nahkampf natürlich die Kanonen extrem effektiv sind. Also diese Einheit, diese vom Lore, die ist ja extrem gut. Also was die jetzt schon alles ausgehalten hat. Und machen immer noch Sturm und Glück. Wahnsinn. Wahnsinn. Richtig gut. Tja, solche Männer bräuchte ich mal auf meiner Seite. Ah, jawohl. Wir haben Philippi secured. Wir haben die Flagge erobert. Nun läuft hier ein Timer. Und sobald dieser Timer abgelaufen ist, haben wir quasi unser Missionsziel erfüllt. Und vielleicht müssen wir gar nicht mehr viel machen. Vielleicht können wir die Stellung hier einfach halten. Dann müssen wir uns hier nicht mit diesen Kanonen anlegen. Ja, wir können die hier mal noch nachrücken für alle Fälle. Und natürlich auch unseren General und unseren Versorgungsplan. Denn, ah ne, die haben voll. Die haben alle voll, Wahnsinn. So. Den haben wir jetzt in den Rücken geschossen, was sehr effektiv war. Die fliehen jetzt schon. Ich hätte mir gewünscht, dass der hier genauso schnell fliegt. Aber nee, da haben wir hier die halbe Südstadt zerlegt. Wahnsinn. So, noch 10, ja, 20 Sekunden ungefähr, schätze ich mal. Wir können eigentlich jetzt mit der Kavallerie zustoßen. Denn die Kanonen hier, naja, die zumindest, scheint mir nicht sehr gesichert. Komm Jungs, auf geht's. Ah, die haben sich erholt. Das heißt, wir sollten hier lieber mal in Stellung gehen. Ach Mädels, es läuft doch nicht so langsam. Doch hier noch 100% Verfassung. Ah, da kommt aber schon einiges. Jetzt kommen die wieder. Die Skirmisher haben so diese kleinen Stadtverteidigungen besetzt. Ah, Zeit ist abgelaufen. Ja, jetzt planen die Rebellen einen Gegenangriff. Und scheinbar wird jetzt hier ein Cut gezogen. Die Rebellen ziehen sich zurück. Wir gehen auf Position. Und ja, jetzt warten wir scheinbar auf den Gegenangriff, der wohl von diesen beiden Straßen hier kommt. Ja, okay. Und hier, ja, hier wird wieder die Verstärkung über die Schienen angekündigt. Und es scheint sich um einen Panzerwagen zu handeln. Interessant. Um den klein zu kriegen, brauchen wir scheinbar starke Artillerie, die bald als Verstärkung für uns kommt. Jo. Ich bin kein Freund von diesen Befestigungen. Also ich meine, wenn man jetzt hier sieht, die haben hier zwar, das sieht man leider immer nicht, wenn man drin ist, die haben hier zwar Damage Resistance 15% und einen Nahkampfbonus, aber Cover halt nur 45% und hier 200% und das wiegt meiner Meinung nach
deutlich schwerer, ist besser für uns. Deswegen ziehen wir uns jetzt mal, ich versuche es einfach mal, zurück mit allen Einheiten in die Stadt. Denn es geht ja nur, immer noch nur darum, diese Flagge zu halten. Und meiner Meinung nach ist es da egal, ob ich jetzt da draußen stehe oder hier drin. Und hier draußen kann ich auf jeden Fall besser angegriffen und in die Flanken gefallen werden. Das war wieder Deutsch. Ich meine natürlich, hier kann ich auch seitlich angegriffen werden, eben von den Flanken. Und hier drin bin ich doch deutlich geschützter. Außerdem habe ich hier draußen auch nur zwei Befestigungen. Und der Rest der Truppen steht halt im Offenen. Und hier drin haben dann alle die volle Deckung. Kavallerie zentral. Die kann dann je nach Situation links oder rechts in die Flanken. Ja, der hier, die besetzen wieder diese Stadtbefestigungen. Der hat schon, okay. Ja, den ziehen wir mal ein bisschen hier hin vielleicht, damit er quasi die rechte Seite ein bisschen abdeckt. Der hier zentral, das passt, und der hier die linke Seite. Vielleicht ein bisschen schräger, damit der Kegel besser ist. Ja, so viel zu meiner Theorie, dass es in der Stadt besser ist, also diese zwei Befestigungen weiter außen zu verteidigen. So, jetzt bekomme ich die Nachricht, hier kommen die Rebellen. Gucken wir mal. Machen wir mal kurz Geschwindigkeit ein bisschen hoch. Ich meine, an meiner Verteidigungsstellung ändere ich jetzt eh nichts mehr. Gehen wieder, haben keinen Bock. Ah, unsere Verstärkung ist da. Hurra! Jawohl! Drei Infanterie. Wie sagt man, Brigaden, Regimenter und zwei Kanonen. Die Kanonen stellen wir mal hier hin. Weil das ist mir jetzt zu fummelig, die da noch rein zu klabautern in die Stadt. Dann geht die Übersicht irgendwie flöten. Aber die Infanterie muss schon an die Front. Und ja, die lassen wir jetzt erstmal hier hin noch. So, oh, da ist dieser komische Panzerwagen. Da sollten wir mal unsere Kanonen drauf richten, schätze ich mal. Denn der ist nicht nur gepanzert, der scheint auch Kanonen zu haben. Und das ist nicht so gut für uns. So, schießt ihr auch zurück? Ich hoffe doch. Ja, okay. Na, nicht so weit raus. Ja, ist noch 100% Deckung. Ist schon in Ordnung. Also, ich finde, diese Stadtdeckung gibt schon extrem Boni, weil jetzt schießen hier zwei Regimenter auf uns und ein Kanonenwagen. Und wir haben halt so gut wie keine Verluste. Ne? 29 Tote, aber schon 200 gekillt. Schon top. So, da kommt schon die so Unterstützung. Ja, lass mal sie laufen. Ja, ich kann bisher nicht erkennen, dass meine Taktik hier in die Stadt zurückzugehen von Nachteil gewesen ist. Ja, der Wagen. Oh, Nahkampf. Die stürmen. Jetzt kommt noch mal eine Salve. Ah, zu spät. Aber Moral ist ganz gut. Und die Verfassung auch. Das heißt, wir sollten diesen Nahkampf locker gewinnen. Okay, jetzt wollen alle den Nahkampf scheinbar. Naja, schauen wir mal. Ja, jetzt werden wir gleich fliehen. Ja. Das war jetzt zu viel. Autsch, 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 autsch. Aber das hätten sie hier vorne auch gemacht. Gut, da hätte ich Melee-Bonus gehabt.
Ne? 20%. Ob der jetzt allerdings diesen Ansturm bewältigt hätte, ich weiß es nicht. Ich glaube ja nicht. Es geht darum, die Flagge zu schützen, also alle Mann um die Flagge. Sauerungswagen schläft auch gleich ein, aber der hier hat eh noch Supply halb voll. Passt schon. Und jetzt kommt auch unsere Kanone von der Flanke. Und das sollten die Gegner hier nicht lange mehr. So, jetzt hauen die ab. Sehr schön. Unser General ist. Ja. Wischt eigentlich alle mit dem Bonus. Haben die jetzt eigentlich das gesamte Regiment gekillt oder wo ist denn das jetzt hin? Zack. Zack. Ah ne, hier. Naja, gut. Naja, 300 Mann fast tot, aber immer noch mehr gekillt. Also geht schon noch. Der macht jetzt hier echt seine Sturmangriffe, ne? Der Irre. Ah ja, aber Skirmisher habe ich einen verloren. Ja. Der ist wirklich. Oh, der greift meine Kanone an. Boah, die halten aber was aus. Die werden hier rundum geschossen. Jetzt kennen sie hier trotzdem meine Kanone. Schießt, schießt. Kampf. Machen wir mal auf Gegenangriff. Genug Pille Palle. Mein Dorf. Meine Stadt. So, die Verstärkung gerade noch rechtzeitig gekommen. Finde ich. Also mal gucken, dass wir hier die Südseite wieder unter Kontrolle kriegen. Na? Warum wollt ihr nicht? Ach, ihr das halt. So, weil die Gegner hier noch im Weg rumstehen. Ja. Die halten mich hier schon ganz gut auf Trab. Und eine Minute oder eine Stunde müssen wir noch aushalten, was ja ungefähr, ich schätze mal, 1,5 Minuten entspricht. Also ich denke mal, das schaffen wir. Ich bin zuversichtlich. Alvin, bitte in die Mitte. Moralboost für alle. Walton schont sich, der hat schon stark gelitten jetzt mit dem Melee-Angriff. Ja. Scheinbar haben die ein bisschen höhere Reichweite als wir, was ein bisschen ärgerlich ist. Weil die auf uns schießen können und wir nicht auf sie. Aber dafür stehen wir halt auch sehr gut gedeckt. Also das überleben wir. Und jetzt scheint sich der Gegner verausgabt zu haben. Denn entweder er plant nochmal eine Großoffensive oder er hat es aufgegeben, keine Ahnung. Aber momentan macht er ja nicht gerade viel. Und ich stehe jetzt eigentlich auch relativ safe, den könnte ich noch hier hinziehen wollen. Der würde wahrscheinlich eh nicht mehr gebraucht. Aber sicher ist sicher. Ja. Kanonen hier schießen eifrig. Sollen die ruhig ein bisschen schießen. Die machen so gut wie keinen Schaden. Ja. Passiert gerade nicht viel. Ich mache mal die Geschwindigkeit ein bisschen hoch. Mal schauen, ob da noch was kommt. Ich meine, alle Victory Conditions haben wir erfüllt. Hold Philippi. Das halte ich. Also, wenn nichts mehr passiert, dann ist das schon unser Sieg. Und die Zeit tickt gegen den Gegner. Wir können uns jetzt quasi entspannt zurücklehnen. Und schon mal gucken, ob in diesem Dörfchen denn noch ein paar Kisten Wein rumliegen für unsere Familie.
Die meisten haben ja eh gerade nichts zu tun. Ich denke, der Gegner hat immer noch mehr Verluste als wir, einfach durch unsere Kanonen. Und der Gegner schießt ja Salve um Salve, aber wir sind jetzt so gut versteckt in den Häusern. Also 14 Tote. Das ist zu verkraften. Das fällt auch nicht ins Gewicht in einem Krieg. So traurig es ist. Ah, ein bisschen vor. Ah ne, die haben auch Supply. Ja, jetzt wird es langsam eng, also in 10 Sekunden ist das Spektakel vorbei und die KI oder der Gegner macht eigentlich keine Anstalten, hier noch die Stadt zurückzuerobern. Ja, sieht nicht gut für die aus, aber sehr gut für uns. Und das war's. Wir könnten jetzt weiterspielen, macht aber eigentlich keinen Sinn. Deswegen klicken wir auf Finish und haben die erste Schlacht in unserer Union-Kampagne erfolgreich beendet. Und wie wir sehen, das ist quasi die Schlachtstatistik nach der Schlacht. Links ist der Melvin, das sind wir. Rechts ist unser Kontrahent, der Konföderierten. Sie hatten mehr Infanterie als wir. Ich würde fast sagen, deutlich mehr. Kavallerie war gleich viel und Kanonen hatten wir mehr, zumindest am Ende. Ja, Opferzahlen, Verluste sprechen für sich. Also die Konföderierten haben dreimal so viel Verluste. Kanonen haben wir beide gleich viel verloren. Kavallerie, gut, habe ich ein bisschen mehr verloren, leider. Und 78 Mann sind bei den Konföderierten vermisst. Das sind genau die, die ich quasi gefangen genommen habe. Und die sehen wir dann gleich nochmal. Ja. Dann gibt es noch einen Unit-Reiter. Das sehen wir nochmal zusammengefasst. Da kann man auch ein bisschen ändern. Nur die Konföderierten, nur die Union. Ohne Infanterie. Nur die Artillerie zum Beispiel. Kann man so ein bisschen rumspielen. Da kann man dann halt identifizieren, welche Einheit besonders toll war. Ne? Kann man nach Kills sortieren oder nach Verlusten. Und wir sehen schon hier, unsere effektivsten Waffen waren hier die Kanonen. Die haben ja so 500-600 Mal weggeballert. Also ganz top. Dann Officers. Wir haben ja einen verloren, wenn ich mich recht erinnere. Ah ne, wir haben keinen verloren. Aber wir haben eine Beförderung erhalten zum Leutnant Colonel. Super. Ah ne, zum Major, oder? Ich weiß, ich kenne die Ränge nicht. Auf jeden Fall wurden befördert. Super. Yay. Und wir haben ein paar Waffen erhalten. Die haben wir teilweise erobert. Haben wir halt zum Beispiel diese Hunter-Waffen. Das waren bestimmt die Gefangenen, die wir da genommen haben. Die haben wahrscheinlich mit denen bewaffnet. Die Waffen haben wir jetzt. Und ein paar haben wir halt auch gecaptured, wahrscheinlich von Leichen oder von Flüchtigen. Ja. Und diese Waffen werden unserem Lager zugute geschrieben, das heißt, die können wir jetzt später dann verwenden, unsere eigenen Truppen neu auszurüsten. So viel zum Statistik-Screen und jetzt kommen wir zum Management-Screen. Erstmal halten wir unsere Medaille und unsere Schlachtbelohnung und wir bekommen einen Karrierepunkt, den können wir wieder in unseren Karrierebaum investieren. Wir erhalten plus 3 Reputation, dazu komme ich noch. Wir erhalten über 50.000 Dollar, die brauchen wir, um neue Einheiten, neue Waffen und so weiter zu kaufen. Und wir erhalten 3.100 Mann Truppenstärke. Und der Gefangenenaustausch, diese 78 Gefangenen, die wir gemacht haben, die haben wir ausgetauscht gegen eigene Truppen. Also wir haben quasi Gefangenenaustausch gemacht und deswegen haben wir jetzt halt nochmal 78 Mal mehr bekommen. So viel dazu. Ja, und das ist jetzt unser Management-Screen und
den zeige ich euch das nächste Mal. Was ich jetzt schnell noch machen möchte, ist euch den Karriere-Screen zu zeigen. Da wisst ihr ja schon Bescheid. Das sind unsere Karrierepunkte, die wir am Anfang festgelegt haben. Nun haben wir ja einen durch die Schlacht bekommen. Hier sehen wir übrigens auch unsere Schlachtenhistorie. Wir haben jetzt eine Schlacht geschlagen, die ist siegreich und erhalten hier auch nochmal so einen, ja, so eine Outcome-Grafik, wo wir genau sehen, ja, wie haben wir uns denn geschlagen. Reputation, die wird uns aber auch hier oben angezeigt. Und hier nochmal, was eben diese Statistiken, diese Skills tatsächlich dann bewirken, wird hier unten zusammengefasst. So, wir haben einen extra Punkt und den würde ich auf jeden Fall in Army Organization stecken. Ganz einfach, weil Army Organization dafür sorgt, dass wir am Ende mehr Divisions, mehr Brigaden pro Division und auch mehr Corps anstellen können. Und das ist natürlich immer ganz gut, wenn man mehr Truppen hat. Deswegen müssen wir den Skill noch ein bisschen weiter ausbauen. Ja, wie gesagt, diesen Management-Screen und die nächste Schlacht zeige ich euch dann mit dem nächsten Let's Play-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, mein Mikro ist ein bisschen schlecht, aber ich hoffe, es war erträglich. Ja, so long. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.